Hallo zusammen. Wir haben heute den 29. Juni und es ist jetzt Punkt 8. Heute sind wir zu einem speziellen Ereignis extra früh aufgestanden. Heute müssen nämlich die neuen Rekruten in die Sommer-RS einrücken. Wir wollten von den einrückenden Rekruten wissen, ob sie sich schon auf die RS vorbereitet haben, was ihre Erwartungen sind und was sie schon wissen über die RS. Du musst heute einrücken. Wo geht es für dich her? Auf Airolo. Das ist Tessin, ja. Also ich muss in Wangen an der Aare, in der Rettungsschule 75. Auf Airolo geht's. Wangen an der Aare. Ja, für mich. Für mich geht es auf Airolo. Wie hast du dich auf die RS vorbereitet? Also ich habe mich nicht wirklich gross vorbereitet. Ich habe einfach jetzt die Packliste angeschaut und alles mögliche, was ich irgendwie denke, könnte ich noch brauchen, eingepackt. Und dann habe ich noch jemanden kennt, der das schon gemacht hat. Und die haben mir dann auch noch ein paar Tipps gegeben, um zu schauen, was ich alles einpacken kann, dass ich dann vielleicht einen kleinen Vorteil habe schon mal. Also ich hatte mein erstes Jahr an der Uni Genf absolviert. Und ich hatte ich hatte keine Zeit, um mich wirklich gut zu vorbereiten, aber ich glaube, es wird gut gehen. Also in Quarantäne ein bisschen Sport gemacht, aber das war auch nicht wirklich fürs Militär. Nein, nicht wirklich. Ja, vorbereitet habe ich mich eigentlich nicht gross. Lass ich jetzt auf mich zukommen, ja. Bist du im Durchdiener oder im WK-Modell? Durchdiener. Im WK-Modell. Ich bin im WK-Modell. WK. Wenn du jetzt an die bevorstehende RS denkst, was macht dir am meisten Sorgen? Also es macht mir halt am meisten Sorgen, dass vielleicht der Coronavirus wiederkommt und dass ich dann eventuell länger dort bleiben und am Wochenende nicht heim kann, weil jetzt zum Beispiel am Anfang muss ich schon mal 2 Wochen dort bleiben, ohne dass man am Wochenende heim kann. Und ich weiss nicht, dass vielleicht das noch mehr auftritt, weil ich doch sehr gerne am Wochenende heimgehen würde. Ja, Kader. Jetzt muss ich doch weitermachen. Also wir dürfen eigentlich das erste Wochenende nicht heim, das schießt mich ein bisschen an, aber sonst... Also eigentlich machen wir jetzt nicht so viel Sorgen. Nicht wirklich. Ich glaube, es wird gut gehen und mit der Corona-Krise, ich glaube, das Militär hat alles vorbereitet, damit alles gut geht. Also ich mache mich nicht wirklich viele Sorgen. Nein, eigentlich nicht gross. Also ich weiß auch nicht richtig, wie es wird, darum bin ich schiesse mich auch noch nicht gross an. Ich bin jetzt mal gespannt und schaue, wie es wird, ja. Was erwartest du von der ersten Woche? Also ich weiß nicht. Ich denke, dass jetzt die erste Woche noch nicht so übertrieben schlimm wird, sondern dass es mehr so ein leichtes Kennenlernen wird geben, aber dass es dann halt dann doch noch strenger wird und es wird anziehen. Ja, da sind wir uns eigentlich nicht so sicher gewesen. Wir eigentlich denken, dass es vor allem so Theorie ist. Die Regeln auswendig lernen und dann alles Mögliche, wie man sich verhält. Aber jetzt habe ich etwas mitbekommen, aber auch ein Gewehr fassen und Kampfstiefel und so und Töne, ja. Also ich weiß, dass wir in der ersten Woche nicht heim zurückkehren können, aber ja, weil es ja diese Quarantäne, ja, wir müssen in der Kaserne bleiben, aber ich finde es normal, weil es geht um die Sicherheit unseres Landes. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fest schießt die AJC zurück? 6 oder so. Also mir schießt nicht mega fest. 10. Ich würde sagen, 2, 3, vielleicht 4. Ja, aber nice. Ich glaube, es ist eine gute Erfahrung fürs Leben und ja, ich werde viele, viele gute Kamerakollegen treffen und mit diesen Kollegen Freunde werden. 5 etwa. Das 3 oder 2. Ja, 5 bis 4. Wir sind überzeugt, dass die neuen Rekruten das gut machen. Noch 1-2 Tipps zum Schluss. Habt es gut mit der Küche, stellt keine blöden Fragen und habt die Türen. Merci fürs Zuschauen, ich melde mich ab.